la lucha por la igualdad de la mujer. Im Herbst 1961 sah ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Film über kubanische Ereignisse und ich lernte auch meinen Kapitän kennen. Es que Yorgo ni ella ni yo pensamos en lo difícil que sería un matrimonio entre un alemán y un cubano, ¿no? Ich habe mir ja gar nicht vorstellen können, dass ich die staatlich anerkannte Sexualaufklärerin in Kuba werden würde. Ich hieß von Stund an Monica, la Reina del Condón. Creo que la mujer es un carro nuevo en toda la extensión de la palabra y que es lo más bello que existe. Dieses Buch war eine Revolution in der Revolution. Da sieht man mich auf dem Cover. Das Buch war sowieso ein Verkaufsschlager. Para el discurso oficial de la revolución, el homosexual es un traidor. Mi locura, mi delirio,